Wir konnten beim Sigma 8 dank neuer Spannungsberechnung gezielter Material einsetzen und so stark Gewicht sparen. Dies vor allem bei den Nasenverstärkungen, Zwischenrippen, bei den Crossports und den Diagonalen. Die Außenhülle hingegen bleibt unverändert robust. Dank dieser Maßnahmen konnten wir beim Sigma 8 fast 1 Kilogramm gegenüber seinem Vorgänger sparen. In dieser Darstellung sieht man die Spannungsverteilung, die niedrigeren Spannungen blau bei den nicht aufgehängten Rippen, die mittleren bis hohen Spannungen grün bzw. rot bei den aufgehängten Rippen und Diagonalen. Deshalb konnten wir bei den nicht aufgehängten Rippen einen dünneren Stoff einsetzen. Durch das, dass wir den Sigma 8 deutlich leichter bauen konnten, hat es Auswirkungen auf das Startverhalten. Er kommt viel ringer rauf mit weniger Kraftaufwand. In der Luft merke ich die geringere Massenträgheit, die der Schirm hat. Das heisst, wenn er mal vorschießt, kann ich ihn deutlich einfacher mit weniger Bremseinsatz zurückbremsen, was sich auch sehr positiv in den Extremflugmanöver auswirkt. Er schießt mir weniger vor, er öffnet schneller, er fühlt sich einfach viel leichter an. Der Sigma 8 ist einer der wenigen echten Dreiliner am Markt. Ein echter Dreiliner ist ein Schirm, bei dem von den Tragegurten bis zur Kappen nur drei Leinenebenen existieren, ohne dass es weitere Vergabelungen in Flügeltiefenrichtungen gibt. Ein echter Dreiliner hat offensichtlich Vorteile beim Leinenwiderstand, weil er eine geringere Leinenwiderstandsfläche ermöglicht. Er ist leichter zu beschleunigen, weil es einfacher ist, mit drei Aufhängepunkten zu beschleunigen, ohne das Profil zu verbiegen, als bei vier Aufhängepunkten. Dadurch kann man mit weniger Weg und mit weniger Beschleunigerdruck beschleunigen. Wir haben die oberen Galerieleinen auf Leistung optimiert, indem wir eine kompakter geflochtene Aramidleine verwendet haben, die eine höchstmögliche aerodynamische Effizienz besitzt. Auf den Stammleinen setzen wir einen Mix aus ummantelten und unummantelten Leinen ein. Ummantelte Leinen auf A und B wegen der höheren Robustheit und der höheren mechanischen Belastung. Und unummantelte LTC-Leinen auf der C-Ebene, die wir seit dem Omega 7 im Einsatz haben und die über eine sehr hohe Knick-Restfestigkeit verfügen und eine sehr gute UV-Beständigkeit besitzen. Ein Dreiliner hat keinen negativen Einfluss auf das Extremflugmanöver. Weil eine Störung im normalen Fliegen wirkt als Druck von oben und somit hat das Aufhängesystem keinen Einfluss mehr drauf. Den erhöhten Spaßfaktor beim Sigma 8 haben wir einerseits durch eine optimierte Auftriebsverteilung realisiert, die einen idealen Kompromiss aus einer hohen Stabilität und einem niedrigen negativen Wendemoment darstellt.
Das negative Wendemoment beschreibt die Tendenz des Außenflügels, der Drehbewegung entgegenzuwirken. Darüber hinaus ist die Kappenkrümmung des Sigma 8 höher als bei seinem Vorgänger, wodurch die Rollneigung verbessert wird. An dieser Grafik sieht man die optimierte Auftriebsverteilung und die leicht erhöhte Krümmung, die für das verbesserte Drehverhalten verantwortlich sind. In der Geschichte von Advance war der Sigma 8 schon immer der Spassschirm. Der Spassschirm, das heisst, das ist der Schirm, der am meisten Freude macht und direktest ist. Du kannst es am besten so vorstellen, ein Gleitschirm bewegt sich in drei verschiedenen Achsen und der Übergang von diesen verschiedenen Achsen läuft sehr direkt und sehr präzise.